Und was wir jetzt tun müssen, liegt auf der Hand. Wir brauchen einen rascheren Kohleausstieg und wir brauchen einen Kohleausstieg, der per Gesetz kommt und nicht wie Herr Altmaier das will, mit irgendwelchen Anreizen, mit Prinzip Hoffnung, die Unternehmen würden schon irgendwas machen. Das ist der vollkommen falsche Weg. Wir brauchen eine Verkehrswende und zwar eine entschiedene Verkehrswende, die nicht nur eine Antriebswende zum E-Motor ist, sondern die tatsächlich eine echte Verkehrswende ist. Mit Bus und Bahn in den ländlichen Regionen, mit einer Bahn, die zuverlässig ist, die wesentlich günstiger ist. Damit schaffen Sie gute Arbeit. Damit bringen Sie die Investitionen dahin, wo wir sie in dieser Situation tatsächlich nötig haben. Und wir brauchen energetische Sanierung, die sozial gerecht sind. Wir brauchen eine Bundesregierung, die den Mut hat, in dieser Situation zu tun, was notwendig ist. Wir brauchen eine Bundesregierung, die eine Vorstellung davon hat, wie wir solidarisch unsere Gesellschaft gestalten können, wie wir Klimagerechtigkeit erreichen können. Das alles haben Sie nicht. Sie haben fertig.